Moment. Sorry. Ist das schon die Ansage? Geiler Text. Cool. Ja. Willkommen, liebe Zuschauer. Bei den Reparaturarbeiten im Keller, in meinem Fall, die Überlebenden versuchen, ihre Basis abzusichern. Und das sieht bei mir halt so aus. Die anderen haben zum Teil oberirdisch die Pillars verbessert. Das heißt bei uns Pfeiler, gell? In Deutschland heißt Pfeiler, das ja. Richtig. Ja. Also auf jeden Fall übergebe ich jetzt mal an die anderen. An Nordisch. Ja, guten Tag. An Asrak. Hi. Und an Perlain. Hallo. Das war ja super Fehlstart. Ja, Material sammeln ist halt die große Devise hier. Ja, Kartoffeln. Haben wir keine Kartoffeln mehr und keine Samen? Haben wir nicht? Ich hab alle angepflanzt, die wir noch hatten, weil es waren nicht mehr viele. Okay. Kleiner Schreck in der Abendstunde. Aber hallo. Nichts mehr zu essen. Ruhig durchatmen, ruhig durchatmen. Alles wird gut. Allein hat es an. Ja, wenn man weiß, ohne Mampf kein Kampf, ne? Ja. Genau. Achso, ich wollte ja Shotgun-Shells lernen. Kann ich was lernen? Ups. 26 Punkte, ja, da wäre da was drin. Pistole! Und Smitting. 75 und muss ich da Pistole haben und da 60. Also, skillen wir mal hoch. Ach, dafür brauche ich 10. The Outlaw kann geskillt werden. Outlaw? Für, ja, habe ich auf Level 3, kommt jetzt auf Level 4. Bam! 45% mehr Schaden. Yeah! Die Pistole ist tödlich. Oh mein Gott. Ja. Könnt ihr euch schon mal warm anziehen. Jetzt hört er gar nicht mehr auf zu schießen. Genau. Noch schießwürdiger. Schieß auf alles, auch auf Postboten. Das ist scheißegal. So. Oh, so den Berg habe ich auch gleich abgetragen hier. Aber wie viel Stein ich gesammelt habe. Oh, das reicht aber wieder für ein paar Mischungen. Leicht. Ja, wie ihr sehen könnt, haben wir hier noch eine zweite Werkbank und hier noch zwei weitere Betonmischer. Wir brauchen wahnsinnig viel Beton. Beton. Bildung. Den Zement macht man aus was? Aus Sand und? Kleinstein. Und man muss natürlich die Steine in der Forge einschmelzen. Ja. Daraus kannst du dann Zement machen. Ja. Ich nehme an, man braucht das Rezept dafür zum Lernen. Das ist korrekt. Ah, okay. Das geht aber alles über den Skill. Also sobald du den gelernt hast. Ja, habe ich aber nicht. Ah. Ja, ich komm gleich nach oben. Dann okay. Setze ich mal was an da. So, was brauchen wir? Wir brauchen Holz. Wo haben wir Holz? Da haben wir Holz. Dann stellen wir mal die dicken Stacheln her. Hattest du Zement schon irgendwo hingepackt oder an den Plane oder wer ist jetzt dabei? Ich glaube, der ist alle. Du kannst aber im Keller unten, in den Forges im Bergwerk unten, in Moria, da ist noch, da hatte ich noch Zement, Steine eingeschmolzen. Geh ich mal gucken. Moria! Boah, da muss ich jetzt mal Licht anmachen. Was? Hier ist doch Licht. Nein, hier auf dem Zwischendeck hier, hätte ich was gesagt. Du Liebeszeit. Haben die das hier schon wieder durch? Was? Warum geht's mir schlecht? Warum blutig? So, hier sind noch Steine. Was ist jetzt für eine Scheiße? Das ist ein Bluter. Keine Ahnung. Bin ich an Stacheln hängen geblieben? Ist das so tödlich? Um.
In der einen Kiste waren noch 1000 Steine drin, die verdreht sich dann nochmal, ne? Also. Was? Oder braucht die noch jemand hier oben in der Kiste? Nimm nur. Dann werden sie nur schlecht. Okay. Genau. Dann schmeiße ich immer gleich Stein wieder rein. Ups. Ups. Da wollten wir auch Zement machen, ne? So, klack. Was denn? Mehr haben wir nicht. Oh, okay, dann muss ich auch noch mal Sand herstellen. Was? Sand? Ja, oder hast du? Haben wir doch. Sand ist, Ende. Komm mal mit. Sand ist hier. Ich geh fest. Oh. Ja, ein Gesellschaft. Hier in der Kiste. Okay. Da ist Sand. Das wie ist schlimm ist die Gesellschaft? Nimm ich auch gleich mal die Steine mit. Dann sollte die Steine. Vertretbar. Mit verarbeiten. Ja, kannst du reinschmeißen. So. Und. Schräg. Ja, die brauchen natürlich erstmal eine Weile. Jo. Okay, mehr Gesellschaft. Das ist akut, okay. Scheiße. Zeit auch Zement schon ein bisschen fertig. Oh, die ziehen aber wieder gut vorbei. Da laufen ein paar rum, da laufen ein paar rum. Na komm. Ach, das ist schon Kram. Ich wundere mich schon, wo sind die hin? Stein brauche ich noch. Erster. Jo.
pennt. Macht der gerade die Spikes in den Graben oder was? Ich mach gerade ein paar Spikes rein, damit der Graben wenigstens ein bisschen sicher ist. Einfach. Ich hab eben dieses typische Arsch gehört. Ja. Das soll den anderen auch widerfahren. Damit die sich nicht so an unserer Wand langfräsen. Oh, hab ich Glück gehabt. Naja, Glück in Anführungszeichen. Wieso, was ist denn los? Ich bin in Moria abgestürzt. Oh. Bin noch bei 9% und haben mir noch natürlich schön die Beine gebrochen. Oh. Klasse. Jetzt laufe ich mit einem, naja, das kann man ja schon nicht mehr Bein nennen. Das ist dann ja irgendwo... Weiß ich nicht. Das ist auch keine Fraktur, das ist schon irgendwie Matsch. Marmelade, würde ich sagen. Marmeladenbein. Wird nicht unappetitlich. Ja. Tut mir ja leid, aber das hat richtig schön Knack gemacht, als ich unangenehm war. Ich kann auch nur noch kriechen, also so richtig schnell bin ich nicht. Du musst wollen. Kennt ihr den? Ihr kennt doch sicherlich den Film Tropical Thunder, oder? Mit, ja, natürlich, ja. Klassiker. Wo ihm die Hände weggesprengt werden. Ja. So hart sehen jetzt auch die Beine aus. Ich habe Tränen gelacht, als ich das gesehen habe. Das war so witzig. Oh Mann. Hunger habe ich auch. Mann, das Leben, das ist aber auch nicht eins, leicht. Eins der härtesten. Mindestens. Ja. Erstmal was futtern. Auf jeden. So, dann mache ich mir jetzt erstmal ein Holzbein. Ja, mehr ist mit dem Bein nicht mal anzufangen, das ist nichts mehr zu schienen. Warum lache ich da nicht drüber? Das finde ich jetzt auch gerade lustig. Ja, ist halt ein Spiel. Ja. Achso, das Essen wollte ich noch. So. Lass mal schön den Blaubeerkuchen reinziehen. Hier bringt er auch nicht, du Wellness plus 10. Hier liegt da noch ein Scheiß rum. Dieses Wellness. Konkret? Ich mach konkret. Nur Zement ist das, was natürlich fehlt momentan. Ah, okay. Ich glaube, dann kann ich hier oben auch nochmal Stein einschmelzen. Ah, das ist ja auch blöd, wenn ich das mache, dann fehlt uns schnell wieder. Fehlt so oder so Stein. Das ist Dilemma. 6 Milliarden Steine. Hab ich mal eben ausgerechnet, pauschal. Kann hinkommen. Na dann. Weil da nichts ist. Nur. Geht eigentlich. Eine Stunde. Habe ich die Spikes schon mal aufgerüstet? Was? Ach ja. Bist du die Spikes schon am Aufrüsten? Ja, so als Nebenbeschäftigung. Okay, dann brauchst du ja keinen Eisen mehr zu holen. Wollen wir noch ein paar Spikes herstellen, ja, oder? Ich hab noch welche dabei. Wie viele hast du noch? Ich hab noch 51. Ja, das reicht ja nicht, da muss ich nochmal machen. Das reicht ja nicht. Wir sind ja schnell weg. Nochmal eben neue Spikes. Das sieht schön aus, was ihr hier an Graben gesetzt habt. Nett.
Ja, ich hoffe, es hilft auch gut. Gut. Das ist Grab. Stein, Schießboden. Aber ach, theoretisch sollte das Fahnenstück erfüllen. Theoretisch. Na, dann brauchen wir mal Schieß. Ah, und die Schießbrille. Ja, ja. Doch mal die Shotgun Shells. So, verschalt habe ich die dann Dings schon noch, aber okay, den ja. Beton yes. Musste sie noch ausgießen. Es fehlt halt momentan der Beton. Ja. Eine erste Nachmache, ey. Hm. 120 Schuss davon. Jetzt machen wir unsere Bude mal ein bisschen sicherer. Ah ja. Morgen Nacht ist es soweit. Und, schon in den letzten Nächten diese normalen Schreier und Wanderhorden. Oh, ging schon an die Grenzen hier teilweise. Also zumindest was die Außenverteidigung angeht. Ja. Und gerade dieses Untertunneln von den Hunden, das war natürlich total enden können. Fatal! Ja, wir machen das halt noch mal ein bisschen Munition. Sachen schmerzen. FFPs und FFPs in Kraft. So. Ah, da hat die Workbench auch was zu tun. Jetzt die nächsten 8, 13, 15 Minuten. Naja. Pulver haben wir auch ganz wieder ganz schnell runtergewirtschaftet. Ich bin gespannt, ja, wie die Spikes sind. Ich auch. Ja, die waren ja im Prinzip, früher waren die mal das Nonplusultra. Richtig. Und ja. Da waren aber die, die kleinen nicht so der wirklich Springer. Die waren dann quasi sofort kaputt und alles. Und ja, dadurch, dass sie denen auch hier die Beine absäbeln, dann halten die Mords auf. Und die müssen danach durchkriechen, da sterben die wie die Fliegen. Also das, die haben schon jetzt an Bedeutung gewonnen. Ja. So, ich habe die mal aufgewertet mit Eisen bis zum geht nicht mehr. Wunderbar. Wunderbar. Ah ja, wunderbar. Dann. Wo ist er jetzt hin? Ach. Was denn? Hinten dran, ja. Na gut. What? Wo hat er jetzt die Dings hingetan? Aber... halt großartig, ich brauche unbedingt, ich mache mir jetzt mal eine Bad, ja, ich mache mir mal du machst ja gar nichts Rafting laufen. So, Steine sind aus. Hier sind doch
2600 Steine. What? In der Kiste, in der ersten Supply-Kiste über der Munition. Oh, sexy. Na gut, so viel Zement habe ich schon nicht mehr. Also okay, gut, das reicht. Ja. Da sind auch nochmal 200, sehr schön. Ich packe in dieselbe Kiste auch nochmal Sand zurück, weil das habe ich jetzt über. Aber da ist ja auch noch tonnenweise Sand drin, das ist gut. Also Sand ist nicht unser Problem. Stein, das heißt momentan brauchen wir noch Zement. Ich immer noch Steinknochen. Ja, Steine brauchen wir so oder so. Massig. Ach, ich muss mir auch schon wieder mein Werkzeug reparieren, sonst kann ich mir das auch schon gleich wieder kneifen hier. Kneifen! Du wirst mal repariert. Du wirst mal repariert. Ach, schon fertig. Gut. Gut, na gut. Wundert mich, dass noch keine Schreierin da ist. Normalerweise, wenn wir hier die Forges laufen haben, ja, 4 Stück sogar. Kommen gut, vielleicht noch. Zwei. Ja. Ironie. Ich muss mal wieder raus, ein bisschen Stein klopfen. Oder gehe ich noch mal in die Mine? Geh noch mal in die Mine. In die Mine! Au! Die haben wir noch gar nicht gesehen. Scheiße. Hast du den neuen Spikes gefunden? Ja. Ja, ich wollte mal gucken, ob die wehtun, ob die auch wirksam sind. Ja, sie tun weh. Passt schon. Testen. Trotzdem stelle ich gerne nochmal die Frage, um wie kommen wir da rein? Ja, muss man jetzt halt eine Rampe bauen halt. Ja, muss immer. So. Muss man halt eine dauerhafte Rampe jetzt, denke ich. Ja, das müssen wir auf jeden Fall. Weil, mal eine echte. So in Panik, da baust du dir keine Rampe, dann läufst du einfach weiter, das ist das Problem. In Panik. Panik! Wollte ich eigentlich hin, hast du zu mir? Ach ja, ich kann ja nicht laufen, wegen meinem Matschbein. Dann gehe ich halt, ist auch mal schön. Heute ist ja nichts zu befürchten hier. Kann ich auch einen Knüppel nehmen, so. La 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 la. Da habe ich mir so vorgestellt, ich habe glaube ich in der Alpha 8, glaube ich, angefangen Seven Days to Die zu spielen. Das ist so wirklich schon himmelweiter, also richtig großer Unterschied zu damals. Ja, ja, ja. Dann hat es ja noch nicht mal smooth drin. Glaube ich hatte angefangen in der 10er. Okay. Also du hattest irgendwie auch mit der 10, ne? 10 oder 9? Ich hatte es mal mit der 7er gehabt, aber da fand ich die Grafik so schrecklich, das habe ich nicht lang gemacht. Okay. Und dann lungerte das eine Zeit lang rum. Und so richtig mit YouTube, ich glaube 9 oder 10, ich bin mir nicht sicher. Irgend sowas war es. Ich meine, da hattest du es mir mal gezeigt. Ja. Ja, ab da fingen dann schon die geilen Möglichkeiten irgendwie an. Ja. Ja, gut, die Möglichkeiten hattest du ja an sich schon immer. Gut, du kannst jetzt hätten ein bisschen mehr bauen. Das, was du früher nur. Was du früher nur im Creative konntest, das kannst du jetzt natürlich jetzt auch nachbauen. Das finde ich schon sehr geil. Ja. 1, 2, 3, 4. Okay. Aber ich fand damals auch die Alpha 8 schon richtig gut. Naja gut, man wächst halt mit dem Spiel, das ist halt so. Ja. 1, 2,
Wenn ich jetzt nochmal die Alpha 8 spielen müsste, würde, also ich glaube, dann würde ich wahrscheinlich auch kotzen, aber. Weil man sich doch an vieles gewöhnt, an Smooth Terrain, wie gesagt, und dann auch ein paar andere Geschichten. Ja, ja. Trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass sie zum Ende des Jahres fertig sind, was sie eigentlich ja wollten. Ein Weihnachtsgeschäft quasi. Ja, gut, aber das ist immer so eine Sache. Das hätte ich jetzt auch nicht erwartet, davon abgesehen. Also. Ich meine, dass Spiele, die sozusagen angekündigt sind und Alpha- und Beta-Status durchlaufen, dass die ihr Release-Datum tatsächlich halten, ist eigentlich eher, eher eine Rarität, würde ich mal behaupten. Nur, dass man es eben halt sonst nicht so mitkriegt, aber jetzt bei den Early Alphas, Early Access, kriegt man es natürlich ein bisschen deutlicher mit. Ja, das muss man schon sagen. Dann muss ich sagen, gut, Ark wird ja seinen Termin auch nicht halten und da ist auch, wenn ich mich recht entsinne, gar nicht großartig gesagt worden, was jetzt ein Ersatztermin wäre. Aber ich meine, das wundert mich auch nicht, ganz ehrlich. Haben die schon ein Release-Date? Nee, die hatten ja, es hat ja die quasi im Sommer, ne? Ja, bei Ark muss man ja sagen, die waren von Anfang an ja schon recht weit. Als das Spiel dann rauskam als Alpha, das war schon, fand ich schon sehr gut. Nun müssen die halt ordentlich noch was mit der Performance machen, weil wenn du dir erstmal einen High-End-Rechner kaufen musst, damit du wirklich das komplette Spiel genießen kannst, ist das schon ein bisschen. Ja, also das muss man sagen, weiß ich nicht. Da, also ich hatte streckenweise größere Probleme am Anfang und da ist jetzt mittlerweile spiele ich das durchaus mit bis zu 60 Frames hoch. Also ohne mit Epic-Einstellungen. Ja. Und das ist schon ordentlich, ne? Also das gut, klar, ne? Wenn du irgendwie was Irrsinniges gebaut hast und so, dann dass es dann in die Knie geht. Klar. Ich habe es nun auch schon lange nicht mehr gespielt, muss ich auch zugeben. Ich habe das auch mal eine Weile als Let's Play gemacht, aber das Problem ist eben halt bei Ark, das habe ich dann auch gesagt, als ich das eingestellt hatte, irgendwann mal, zumindest für eine Pause. Du musst halt bei dem Spiel eine ganze Menge vorbereiten. Ja. Das ist das Problem. Macht an sich auch Spaß, aber das ist für ein Let's Play einfach tödlich. Weil die ganze Zeit bist du wirklich nur dabei, du bist immer am Fahren, du bist immer irgendwo am Machen. Und du kannst so wenig zeigen. Ich meine, du kannst es natürlich einstellen, das Spiel, dass du schnell Erfahrung sammelst, dass du schneller looten kannst, dass du mehr kriegst. Aber das ist ja auch nicht Sinn der Sache eigentlich. Du willst ja das Spiel ja schon so zeigen, wie es gedacht ist. Ja. Naja gut, sagen wir mal so, es gibt Einstellungen, die finde ich jetzt nicht so dramatisch, wenn man die anpasst an die Gegebenheiten. Also gerade wenn man auf meinen Namen macht oder sowas. Also ja, wenn du zum Beispiel die Ressourcen hier hättest, so spärlich, wie sie in der Standardeinstellung in Art sind, dann wird es ja auch wahnsinnig werden. Ja, das die kann man schon zum Beispiel ein bisschen hochstellen oder sowas. Aber es gibt Sachen, Leute, die Server bewerben, die Raten haben wie mal 50 oder sowas. Das weiß ich jetzt nicht, ob ich das. Ja, das. Ja gut, Ark ist auch so von den Basiseinstellungen her ist es von der Balance ausgelegt auf kleine bis mittelgroße Gruppen. Ja. Deswegen kannst du, wenn du zum Beispiel Solo spielen willst, musst du auf jeden Fall in Einstellungen, denke ich, was machen, sonst folterst du dich einfach nur. Ja. Obwohl ich heute demnächst mal wieder reinschauen und gucken, was sich so getan hat. Wie gesagt, ich habe ja die letzten Updates alle nicht mitgemacht. Mal gucken, was ich da mache. Ja, und fahren wir wieder. Aber es ist an sich ein geiles Spiel, vor allem auf die ganzen Möglichkeiten, die du hast. Also, das ist.
Ja, das ist mal ein ganz anderes Setting. Ja. Das kommt noch mit dazu. Na toll, wir sitzen in einem Let's Play von 7 Days to Die, reden über Ark. Ja, das muss ja. Gut, mir gibt natürlich auch eine gewisse Crossover, was die Fangemeinden eingeht, weil es sind vom Genre her ungefähr ähnliche Spiele. Ja, das denke ich auch. Klar, die Schwerpunkte liegen teilweise anders, das Setting ist komplett anders, aber diesmal sind unglaublich viele Leute, die Seven Days spielen, Ark und andersrum. Ja. Ja, das stimmt. Das kann man endlich mit Fug und Recht unterschreiben. Dann bin ich natürlich mal gespannt, wie die Fanpimps nachlegen, weil die haben ja schon wieder jetzt ein neues Spiel in der Pipeline, was sie dann nach 7 Days to Die machen. Oder wo sie jetzt halt schon eine Vorbereitung anfangen. Und dann wird es ja wahrscheinlich auch irgendwann noch ein 7 Days to Die 2 geben. Das haben sie ja auch schon mal gesagt. Oh. Irgendwann mal. Also das wird dann ja auch nochmal wieder zig Jahre dauern. Wahrscheinlich. Ja, so ist das. Aber das ist schon, muss man ja schon ganz ehrlich sagen, es gibt nur ganz wenige Spiele, die ich schon so lange spiele wie 7 Days to Die. Das ist dann auch schon seit 2014. Das stimmt. Also das ist schon enorm. Es gibt nur ganz wenige Spiele. Also auf der PlayStation Killzone, das war glaube ich das einzige Spiel, das ich so lange gespielt habe. Das von Alpha Team, das muss man ja auch sagen. Oh. Ja gut, wobei man sagen muss, das gilt ja für beide. Das, was die als Alpha bezeichnen, sind bei einigen Sachen qualitativ das die Release-Version, ja. Ja, das stimmt. Also du hast ja bei den Vollpreisspielen hast du ja welche, da hast du Fehler en masse drin oder sind sogar noch schlimmer oder noch weniger geglättet wie die beiden Versionen. Also das muss man ja ganz klar sagen, die sind ja qualitativ schon dermaßen. Ist schon ein Stück weit so, dass man sagt, also die setzen neue Maßstäbe. Ja. Und ich finde das auch nicht schlecht. Ja, nee, klar, motiviert ja die anderen mitzuziehen. Ja. Ich denke mal, als Spieler kann man von sowas nur profitieren letztendlich. Ja. Ja, wenn ich mir mal so also Battlefield 4 zum Release angucke, also das war echt die Hölle. Das war wirklich so schlecht. Ja, es kommt drauf an, manchmal hast du halt so Bananenversionen, die reifen halt erst beim Kunden. Ja. Und das ist halt dann ja, schon. Aber das kann es ja nicht sein. Nee, es macht doch keinen Spaß. Das, ja, vom Spaß im Markt gesehen, aber du zahlst ja den vollen Preis. Ja. Na, hier ist es ja so, hier zahlst du weniger, weißt du aber, dass es ein Alpha ist. Und das, dann ist es auch in Ordnung. Dann weißt du, worauf du dich einlässt. Aber wenn du jetzt so ein Spiel, so wie Battlefield damals, da habe ich damals 60 Euro für die Konsolen, das ist sowieso teurer, bezahlt und dann sollst du aber noch einen Season Pass zahlen. Das heißt, du bist nachher im Endeffekt bei 110 Euro und ja, du hast 110 Euro ordentlich. Für nichts ausgegeben. Für ja, nichts. Das ist mein guter Spiel, klar, ist da, aber die Leistung ist ja noch nicht da. Ja. Und dann dauert das 2 Jahre, bis sie tatsächlich sagen können, so jetzt laufen die Server stabil, jetzt ist es einigermaßen lagfrei, die gröbsten Bugs sind alle behoben. Das kann es aber nicht sein in 2 Jahren. Wenn ja. Nee, das ist schon. Wenn man 2 Jahre zuvor gesagt hat, das Spiel ist fertig. Also das kann es nicht sein. Ja. Schon deprimierend, klar. Und vor allem, die schneiden sich ins eigene Fleisch. Alle kommenden Releases werden dann erstmal kritisch beäugt und vielleicht gar nicht erst gekauft oder was? Ja, das ist klar, ne? Und das sieht man bei Battlefield eben schön. Die haben nach Battlefield 4 kam ja dieses Hardline raus und da wurden die richtig abgestraft. Also. Ja gut, aber wenn das so ist, wie du es beschrieben hast, ist es ja auch kein Wunder. Klar. Ja, vor allem, wenn du dann, so wie es dann bei Call of Duty oft ist, dass du dann im Prinzip das gleiche Spiel hast, dann nur mit anderen Texturen und vielleicht mit anderen Maps. Und das ist recht deprimierend. Nur zahlt sich jetzt mal den vollen Preis. Das ist schon ein bisschen lahm. Ja, aber so wird das eben seit Jahren praktiziert, das ist das Schöne. Ja. Was ich bei
arg interessant finde, die, die haben ja sozusagen zwei Spin-offs, ne? Also das ist einmal dieses Survival of the Fittest. Und es kommt ja demnächst dieses, wo du das von der Tierseite spielen kannst. Okay. Und das, denke ich mir, ist nochmal eine neue, interessante Sache. Auf jeden Fall. Muss mal also, generell was Neues, ja. Das, naja, da Ark hat auch eigentlich keine große Konkurrenz. Das ist kein x-tes Zombie- oder x-tes Weltraumspiel. Und dann hast du es natürlich auch ein bisschen einfacher, wenn du konkurrenzlos sozusagen durchs Leben gehst. Das mag schon stimmen. Ja. Wobei, dann bräuchten sie ja erst recht quasi keine Spin-offs nachzulegen, gibt's aber trotzdem. Doch. Du setzt ja Maßstäbe. Alle anderen müssen sich daran messen lassen und dann heißt es dann, ja, wie ist denn das? Ist das wie bei Ark? Weißt du, das ist dann so die Messlatte, ja? Und das ist dann schon nicht so einfach. Und je fleißiger du bist, je höher du die Messlatte setzt, desto unerreichter wirst du. Nachher heißt es dann nur, ja, das ist nur ein billiger Abklatsch von, ja, weil das eben dann die Messlatte ist. Und es gab ja auch Konkurrenzprodukte. Zum Beispiel, es gab ja vor Ark gab es ja noch Stomping Land. Oder ist es Stomping Land? Ja, ich glaube ja. Das war Stomping ja auch Land, ja. Das hatte ich ja damals blöderweise auch gekauft. Ja, und dann ging das jetzt in den Aber das wäre jetzt auch das Far Cry Primeval ist auch nicht direkt eine Konkurrenz. Das ist mehr so ein Trigger-Game. Und, obwohl das gut ist, ich habe das auch schon mal angezockt. Es ist halt eine andere Art. Es ist halt für Konsolenjungs gemacht, ja. Die haben natürlich andere Ansprüche irgendwo. Und das schlägt sich dann auch nieder. Ja, was heißt andere Ansprüche? Das klingt jetzt ja so, als wenn das total das Loser-Spiel ist. Also ich finde das, es ist eine andere Nein, Genre. Nein, es war freundlicher formuliert, wesentlich freundlicher sogar. Ne, ist ein anderes wesentlich Genre. Freundlicher, ja. Ich weiß schon, in welche Richtung das ging. Ah ja, das ist ja auch in Ordnung. Es ist ein bisschen einfacher gemacht. Es ist natürlich nicht so tiefgründig wie jetzt Ark, das ist ganz klar. Aber so ist es auch von vornherein nicht gewesen. Das war Far Cry auch nie. Wenn man schon ein bisschen öfter Far Cry gespielt hat, so wie ich auch, dann ist es halt ein Far Cry. Da kannst du halt nicht so einen Tiefgang erwarten wie bei Ark, wo du noch hier ein bisschen Material sammelst und wo noch hier und da. Das ist halt so. Komm her, mein Kleiner, ich will nicht mal dumm hauen. Ja, Mensch, haben wir ja richtig viel gefiert mal. Großartig. Im Prinzip können Spieler sehen, wenn ein Spiel gut ist, wenn es davon wahnsinnig viele Let's Plays gibt, die immer wieder, so wie bei Seven Days to Die auch, nachführen. Also Alpha 7, Alpha 8, Alpha 9, Alpha 10 und es geht alles weiter. Das ist schon ein Indiz, wo du sagen kannst, muss schon ein geiles Game sein, dass die da alles weiter dranbleiben, ja. Ja. Obwohl ich auch mal behaupte, dass es das bei vielen anderen Spielen auch gibt. Also, ja, mir fällt jetzt kein Beispiel ein. Aber ja. Es gibt eigentlich immer, im Publikum gibt es eigentlich immer irgendwelche Spiele. Oh, wow, jetzt ist es aber eng hier. Na, hast du schon genug? Jetzt hast du genug. Ich mach uns mal Ausgänge. So, ich komme noch mal zurück. Dann ja auch schon fast wieder Feierabendzeit. Oder was heißt fast? Ist Feierabendzeit. Habe ich überhaupt was an Stein mitgenommen? Hat an der Uhr gedreht. Du siehst mal, so viele Steine habe ich gar nicht mitgebracht. Naja, gut. Aber dafür ein bisschen Kohle, ein bisschen Potassium. Das ist auch sehr gut. Ich freue mich, wenn die neuen Zugbrücken da sind. Oh ja. Und das Tore wieder und so. Ganz andere Möglichkeiten. Ja. Ja. Muss man nicht so scheiße bauen. Vor allem, genau, das würde wunderbar passen. Oh,
Wie denn her? Ups. Das mache ich dann nochmal den Knüppel hier. Das wäre jetzt natürlich optimal für unsere Bauweise da. Einmal so einen schönen fetten Kram. Zugbrücke rüber. Zack, und dann hätte es so einen vernünftigen Eingang. So wie sich das gehört. Gibt's schon auf zwei Seiten. Ich bin gerade bei dem Vordereingang am Machen. Ich muss nur kurz ein paar Kollegen aus dem Weg räumen. Ja, ich komme jetzt auch zurück, wenn da noch was rumläuft. La, 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 la. Wieso ist denn jetzt schon wieder eine da? Und wer ist da? Schreierin. Okay. Machst du weg. Die ganze Zeit war so schön ruhig. Na, jetzt muss man so ein bisschen mit Munition haushalten. Morgen. Vor allem, weil wir auch nicht mehr so viele Ressourcen haben. Ich hab zwar schon ein bisschen was an Munition noch gecraftet, aber das ist natürlich bei der Horde auch noch schnell weg. Ja. Ja, vor allem bei der kommenden müssten eigentlich auch Polizisten und Feralzer nicht dabei sein. Ja. Dann wird's eh nochmal spannend. Ja, stimmt, richtig, jetzt kommt die große Horde. Jetzt kommt die Papi-Horde. Die Papi-Horde, genau. Der Kindergeburtstag vorbei, ja. Genau. Kindergeburtstag ist rum. Ja, die zwei waren Schreierinnen, echt, das ist jetzt die dritte. Wo kommen die denn auf einmal alle her, ey? Warum ist die denn... Ah, deswegen ist der tot umgefallen. Ja, ja. So geil. So, jetzt machen wir hier mal einen richtigen Gang. So, wie wir es wollten. Eins, zwei, drei... Dann knüppel ich die anderen hier nochmal eben weg. So. Ja, siehst mal, hast du gehört, ein lautloser... Hast du gehört, ein lautloser Tod ist eigentlich auch ein Witz. Hast du gehört? Hast du gehört, lautloser Tod? Naja, gut. Ja, siehst du, aber du hast mich nicht kommen sehen, zack, ist er tot umgefallen. Ich hab mich nur gewundert, denk ich, warum sackt genau. Der jetzt zusammen? Ist er, und deswegen spiel ich Armtippen. Ein bisschen aufräumen. Macht nichts für einen Eindruck, wenn die ganzen Leichen hier vom Haus liegen. Und könnte man meinen, die sind nicht ganz freundlich, die Kameraden. Das sieht hier immer noch so aus von den, von dem Schatz, den ich hier gesucht habe. Der liegt voll. So, jetzt haben wir gleich an allen vier Seiten eine ordentliche Rampe zum Hochklettern und Aussteigen. Von der anderen Seite. Soll ich das Stück springen? Nee, du musst drei Dinger ansetzen. Ja, ja, das dachte ich mir nämlich schon. Also muss ich ja doch wieder Blöcke setzen. Ja, ich kann ja jetzt nicht die Zugbrücke unten lassen, sozusagen. Die Zugbrücke ohne Zug, quasi. Ja. Mal gucken, wie er das gebaut hat, was er da... Ah ja. Es ist genau abgemessen mit der Verteidigungslinie, die er da macht. Ja. Ja, gut. Ja, wollen wir uns denn mal in den wohlverdienten Feierabend verabschieden? Ja, wie gerne. Wie seht ihr das? So, mir schwer ja. Also, Herr Azrak, ich glaube nicht. Wer war denn überhaupt? Nee. Nee, Guzman, ne? Guzman. Ja. Genau. Also, liebe Zuschauer, dann schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn ihr... Dr. Bob sagen hört, kein Holz? Ist eigentlich mein Zement. Ja. Okay. Ich ja, nicht. Nimm das so hin. Muss man einfach so hinnehmen. Ja. Denn. Ja. Oh, dann machst du mal gut bis zum nächsten Mal, ne? Sag ich auch. Tschüss. Genau. Tschüss.